Hallo liebe Achievement Hunter, Susako hier. Heute mit dem Vorwort für Ruhm des Draenor-Helden. Das sind die Dungeon-Erfolge, das sind genau 23 Stück, die sich auf 8 verschiedene Instanzen aus Warlords of Draenor verteilen. Dazu gibt es noch ein, zwei Erfolge, die nicht im Meta-Erfolg mit inbegriffen sind. Auch diese werde ich euch zeigen. Als Belohnung bekommt ihr den Frosteber-Kämpfer. Kampfeber oder so. Frosteben-Kampfeber. Gott, was ein beschissener Name. Das ist das Viech, auf dem ich hier reite und in der rechten Ecke des Videos sitze. Wenn ihr jetzt direkt auf Ruhm des Draenorischen Helden draufdrückt auf den Erfolg, kommt ihr direkt zur Playlist mit allen weiteren Videos. Wenn ihr aber auf die einzelnen Erfolge in dem großen Ruhm des Draenor-Helden-Erfolgs klickt, kommt ihr zu den einzelnen Erfolgsvideos. Das habe ich euch hier extra gelinkt und war eine Schweinearbeit. Also bitte liked dieses scheiß Video wenigstens dafür. Ja, auch wenn hier sonst nicht vieles passiert. Wir werden die Dungeon wie folgt gehen. Erst Schattenmond-Grabstätte, danach Blutschlägermine. Damit sind die Allianz- und Horden-Instanzen sozusagen abgesetzt. Und danach gehen wir Reihenfolge für Reihenfolge durchs Land bis hin zu UBRS, das außerhalb von Draenor ist. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Susako aka Leroy. Bis dahin in Draenor.